So, meine Damen und Herren, medizinische Physik und zwar Drehimpuls. Dreh, nicht einfach so ein Impuls. Dazu, da muss ich jetzt nicht hier auf die Links verweisen. Könnte sein, dass ich den noch dazu anbringe. Aber viel spannender, ich werde jetzt hier zwei Links einfügen. Und zwar, die guckt ihr euch bitte an, weil sonst müsst ihr den ganzen Mist nochmal erzählen. Es geht vor allem um die Drehimpulserhaltung. So, jetzt klickt ihr oben drauf und guckt euch den ersten Link an. Es geht um das Thema Drehimpuls. Sind 2 Minuten, ist nicht schlimm. Und danach guckt ihr euch das Video an mit Drehimpulserhaltung. Und dann kommt ihr wieder zu diesem Video zurück. Zurückkommen ist nicht schwer, wenn ihr hier oben auf diese Links klickt, bleibt dieses hier stehen und das andere könnt ihr angucken. Wenn ihr da wieder rausgeht, bleibt dieses immer noch als Hintergrundfenster offen und ihr könnt hier wieder weiter gucken. So, ab angucken. Ich hoffe, und jetzt bin ich wirklich scharf darauf, dass ihr das angeguckt habt, sonst versteht ihr nicht, was hier passiert. Und zwar zum Thema Drehimpulserhaltung. Ich werde hier noch einen Link anfügen. Ein paar Sekunden ist das, und zwar habe ich da mal gezeigt, wie das ist, wenn ich ein Ei drehe, und zwar ein gekochtes und ein rohes. Wenn ihr wisst, wo es um das Thema Drehimpulserhaltung geht, und zwar um geschlossene Systeme, sonst funktioniert das alles nicht, sonst kann man es nicht rechnen. Dann haben wir ein wunderschönes Beispiel da, dass wir sagen, ja, geschlossene Systeme schon. Ich habe hier ein System, und zwar die Eierschale selber. Und innen drin habe ich eine Art zweites System, nämlich Eiweiß und Dotter. Leise aufgehängt, aber immer noch so weit beweglich, dass ich die beiden nicht als zusammenhängende Systeme betrachten kann. Und demzufolge geht das schief mit dem ganzen Mitdrehen oder Weiterdrehen. Das heißt also, ich kann den äußeren Teil zwar drehen, aber der innere, der wird sich erstmal durch seine Trägheit langsam dann dran gewöhnen, dass außenrum was dreht und durch die Bänder, wie das ganze Zeug hier drin festgehalten ist, wird er dann langsam dem Äußeren folgen. Beziehungsweise ich halte das äußere System, sprich die Eierschale, an und innen drin eiert es noch weiter. Guckt, ne, auf dem Link, dann seht ihr das. Das ist aber eigentlich nur ein Modell und zwar für unser Gleichgewichtssystem. Als wir uns früher so als Kinder auf eine Wiese gestellt haben und so lange gedreht haben, bis uns duselig wurde, bis wir dann umgefallen sind und das als noch als Spaß genommen haben, dann hat das nebenbei unser Gleichgewichtssystem sogar ganz gut trainiert. Ich habe hier mal eine Lupe draufgelegt. Wir gucken uns das mal ein kleines bisschen besser an. Jetzt kann ich mich dran erinnern. Das ist ja unser Gleichgewichtsorgan oder Vestibularapparat. Da gibt es da so Bogengänge. Die sind mit Flüssigkeit gefüllt. Flüssigkeit gefüllt. Und zwar, dann gibt es noch Statolithen. Ich glaube, ich habe das richtig geschrieben. Das sind so kleine Knöchelchen, die dienen als träge Masse. Und ich glaube, so ähnlich ist das. Diese Flüssigkeit, die fängt sich an, dann bequem mitzudrehen, wenn ich mich drehe, halt hier auf der Wiese, so gemeint. Und wenn die sich dann mitdreht, dann ist für den Menschen wieder alles in Ordnung. Diese Statolithen, diese kleinen Knöchelchen, die drehen sich dann auch mit. Das ganze System dreht sich mit dem äußeren System, nämlich nicht nur Bogengang, sondern Menschenkörper, Knochen und so weiter, wo die Bogengänge drin festgemacht sind, dreht sich dann gleichmäßig mit. Insofern kein Problem, alles in Ordnung. Wenn ich jetzt aber ruckartig anhalte, dann macht hier drinnen diese Flüssigkeit immer noch eine Drehbewegung und die Statolithen stoßen entsprechend an den Nervenzellen an. Ich glaube, so ähnlich war es. So ähnlich. Ich hoffe, dass ich das richtig erklärt habe. Ihr als Mediziner wisst das besser, wie das funktioniert, aber wir haben jetzt den physikalischen Hintergrund und darauf kam es mir an. Ja, ich hoffe, ich habe das so ausreichend gut dargestellt, werde hier noch zum Schluss Links anbringen und ich hoffe auch, dass ihr hier oben die Links angeguckt habt, damit ihr das Thema Drehimpulserhaltung überhaupt verstanden habt. Also rein physikalisch. Gut, na denn, ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.